Okay, meine Dimension sind voll. Verkostungszimmer. Da wollte ich auch nicht unbedingt lang. Aha, wo sind wir denn hier gelandet? Das Rätsel ist offensichtlich. Keine Schuss dafür verborgen. Aha. Kerkerzellen haben wir hier. Ein pieksiger Stuhl. Foltergerät. Bestanden. Irina, Michaela, Luis, Ingrid. Abgelehnt. Dann Dora, Greta, Nadine, Carminia, Bianca, Melina, Astrid, Ludmilla, Rosalinda, Lina, Stefana, Gabriela. Irina, gesunder Appetit. Michaela, gesunder Appetit. Luis, gesunder Appetit. Und wird instabil, weil es übertrieben aufgeweckt. Aha. Was sagt uns das? Hier sind Monster unten. Eine Rohrbombe. Ach Scheiße. Zwei Munition auf einen angewendet. Na toll. So unsinnig. Munitionsverschwendung. Passiert mal wenigstens wieder was. Immer looten. Ein paar Münzen. Pistolenmünzen habe ich auch nicht genug. Ingrids Halskette. Das war Ingrid. War schön, sie kennenzulernen, nicht?
Ah, ein kristalliner Schädel. Können wir wieder verkaufen. Die Rohrbombe, naja, das erstmal hier. Das ist nun auch nicht dank. Da brauchen wir einen speziellen Schlüssel. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Okay. Ich glaube, das hat nicht wirklich eine Wirkung. Schluss mit den Spielchen. Dann müssen sie einfach mal zum Mutig docken. Mach mir keinen Ärger. Oh je. Kriegt man jetzt um. Ich will Blut. Warmes. Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Komm ins Licht. Deine Kugeln können mir nichts an. Aber das Licht. Du dreckige Missgeburt. Oh Kacke. Ich bräuchte mal ein bisschen Heilung. Dafür haben wir sie. Dann komm. Du wagst es, uns herauszufordern? Exakt. Ist dem Licht verwundbar? Mein Körper zerfällt. Komm. Das kann nicht sein. Ich stopfe deine offene Kehle mit Würmern. Kristalliner Tose. Damit die eine Schwester besiegt. Erster Bosskampf überstanden. Ah, die besagte Weinflasche. Sankt bis Virginia. Teure Wein. Schon wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einen da unten erwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie bluten einen aus. Und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Sie war nach ihr Sehen. Sie war nur Haut und Knochen und hat an einem Rattenkadaver genagt. Ich vermute, ich bin die Nächste. Okay, die Vampir-Lady können wir damit umschalten, die mal. Sie dem Licht aufsetzen. Büchsenmacher. Ein Dietrich. Wie passend. Kleinkanone. Ein Engelstatue aus Holz. Was auch immer die mir bringt.
Aha, hier sind wir. Können wir nicht lang. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Das wird doch der erste Tor so sein. Ein Kopf brauchen wir hier. Deine Überreste von einer der Töchter, die Dimitriskus. Okay, können wir wahrscheinlich wieder einfach nur verkaufen. Wenn hier bei Schätze drin sind. Überreste. Okay. Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm, sieh dich um. Willkommen, Ethan. Ich habe hier eine tote Vampir-Lady. Eine enge Statue aus Holz, eine Halskette. Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. Okay, jetzt haben wir 13.000. Können wir uns mal einen größeren Koffer kaufen? Warum nicht? Ah, das war mehr Inventar. Ist nur sinnvoll. Ah. Herstellbare Munition. What are your bein? Das Hals- und Beinbruch! Eine Mumie haben wir nach wie vor nicht. Ja, nun. Wir haben eine Weinflasche, die da oben erwähnt wurde. Ein Schlüssel. Ich hab gleich mal Munition verschwendet. Der Schlüssel, der so oft hier zu sehen ist. Okay, hier ist von der anderen Seite verschlossen. Aber damit dürften wir jetzt. Soll ich dich rumführen? Nein! Hilfe. Mach die Fenster auf. Jetzt kommen wir in den Hof. Einfach der Hofschluss hier da. Okay. Okay, wir sind im Hof. Ich will aber mal kurz, bevor wir in den Hof gehen.
Einmal speichern. Entrance 43, das sieht gut aus. Werden wir wahrscheinlich das nächste Mal hier wieder im Zimmer starten. Ich traue mich gar nicht hier in die Mitte zu gehen, aber eigentlich sollte man halbwegs sicher sein hier draußen. Ich meine, die Vampirschwestern, die kriegen uns hier draußen nicht. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel für die Tür. Einen Rosenschlüssel würde ich mal raten. Und welcher Tür wird wohl raus sich befinden? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Schnelle Vasen zerstören. Jetzt rein. Oh no, ich bin mir nicht sicher, ob ich wieder rein will. Nope, ich bleib erstmal noch draußen. Ich mache hier noch ein bisschen Lärm. Metallreste. Gibt es bestimmt ein Achievement für, wenn nicht, gibt es da Münzen. Hier waren wir schon. Gucken, ob ich alle Vasen zerstört habe. Ja, dumm von mir ist nicht zu tun. Oh, Kacke. Bin ich nicht mehr ganz so sicher. Das macht das Vasen zerstören macht mir immer mehr Angst als das andere. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Okay, die Tür kommt noch nicht auf. Karte des Schlosses, Hauptgebäude. Okay, ein Badehaus, na toll. Edimutrescus Gemächer, oh Scheiße, Mann. Jetzt wird's ernst. Mach hier nur mal Licht. Lady Tesco, die wird die große. Okay, wir können Statuen drehen. Das hat ein Rätsel auf sich. Wir müssen sich wahrscheinlich unterschiedlich angucken. Da müssen wir Hinweise drauf finden. Ah, Pissstühle und Kackstühle. Ja.
Die sind scheinbar alle taub. Weil die das Scheibenklo nicht hören. Okay, zur Terrasse kommen wir jetzt noch nicht lang. Ich frage nur. Da geht's dann in die Mächer. Also da wollen wir auch irgendwie gerade hin. Wollen. In Anführungszeichen. Ne, hier zur Terrasse geht's woanders lang. Ja, die Tür ist aber verschlossen. Müssen wir Schlüssel finden. Hier geht's lang. Ist auch verschlossen. Ah, schön, ein Fenster, was nicht zerstört geht. Wie kommen wir da jetzt lang? Die Tür ist zu. Wir müssen irgendwie auf die Terrasse kommen. Durchs Badehaus wahrscheinlich. Das Blutbad. Auf einmal kann man hüpfen oder was? Gibt es irgendwie Hinweise auf dieses Rätsel? Ein Landschaftsbild? Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Ein Weinbad soll das sein. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Das sind Männer. Das ist eine Frau. Die geht weg. Wenn die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen. Wird die noch weiter wegdrehen? Wir können die nicht noch mehr drehen, oder? Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Die Männer. Ach so, das sind. Der war eigentlich eher nicht so aus wie ein. Willst du denn das die Armen und die Reichen darstellen? Yeah.
Frauen sind blind für erwachsene Männer. Das könnte auch eine arme Frau sein, die Wein an sie gibt. So könnte es passen. Frauen sind nicht erwachsene Männer, die gucken nicht hin, wie ist das, aber gleichzeitig gibt es die dem Arme Glück in die Hand nehmen mit ihrem Herrn die Früchte. Oh Kacke. So vielleicht. Würde er sagen, den haben wir noch gar nicht bewegt, vielleicht eher so. Männer. Und die Männer hier, die armen Männer, so hindrehe. Macht eigentlich Sinn, dass die dir den Wein gibt, aber der Wein. Das verstehe ich nicht. Frauen sind blind für die Chancen der Männer. Die sieht den nicht. Eigentlich müssten die dir zugewandt sein. Den nochmal überdrehen. Ist auch eine Möglichkeit. So könnte ich mir vorstellen. Die Armen neben dem. Und der guckt nicht wirklich hin und die guckt auch nicht hin. Dann das noch umdrehen, so. Ah, okay. Okay, die guckt nicht hin zu den Männern. Guckt keine Männer an. Die wollen dem ihre Sachen bringen. Und die gibt's der Wein. Der Wein muss fließen. Weiter geht's. Suchen wir uns den Weg von unten hinein. In Schlafgemächer der großen Vampir-Lady. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. In die Ziege. Zyniker. Aha. Das war die, das war eine der Ziegen, die dort im Dorf stehen, wo dann stand, wir dürfen die nicht zerstören, sonst gibt's Ärger und die sowas sind wahrscheinlich nicht irgendwas in der. Ach du Scheiße!
ist doch hoffentlich Wein. Ach, Scheiße.